Es war einmal ein Bruder und eine Schwester namens Hänsel und Gretel. Ihre Mutter war verstorben, als sie noch Babys waren. Sie lebten mit ihrem Vater in einer Hütte im Wald. Ihr Vater versuchte sie zu versorgen, indem er als Holzfäller arbeitete und zog die Kinder gleichzeitig alleine auf. Nach Jahren von Schwierigkeiten, die Arbeit und die Versorgung der zwei Kinder zu vereinen, beschloss der Vater wieder zu heiraten. Die neue Frau des Holzfällers kam aus einer reichen Familie und sie war sehr unzufrieden damit, dass sie arm waren und in einer schäbigen Hütte tief im Wald lebten. Außerdem mochte sie ihre Stiefkinder überhaupt nicht. In einer kalten Winternacht, als sie zu Bett gingen, hörten Hänsel und Gretel, wie die Stiefmutter zu ihrem Vater sagte: Wie sollen wir es durch den Winter schaffen? Wir haben nicht genug zu essen. Wenn wir die Kinder nicht loswerden, verhungern wir alle. Der Vater wurde sehr wütend mit seiner Frau. Keine Diskussion. Meine Entscheidung steht. Morgen bringen wir die Kinder in den Wald und lassen sie dort. Als sie dies hörte, fing Gretel an zu weinen. Ihr Bruder Hänsel tröstete sie. Sorge dich nicht, Gretel. Wir finden schon irgendwie wieder nach Hause. Später in dieser Nacht schlich Hänsel nach draußen und sammelte so viele Kieselsteine, wie in seine Taschen passten. Am Morgen gingen sie alle zusammen in den Wald. Ihr Vater sagte ihnen, dass sie auf eine Familienwanderung gingen. Während sie liefen, ließ Hänsel heimlich die Kieselsteine auf die Erde fallen. Am Nachmittag zündeten der Vater und die Stiefmutter ein Feuer an und sagten den Kindern, dass sie bald zurück seien. Sie gingen fort und verschwanden im Wald. Natürlich kamen sie nicht zurück. Als es Nacht wurde, schallten die schrecklichen Schreie der wilden Tiere durch den Wald. Zitternd von dem Geheule der Wölfe blieben Hänsel und Gretel bis zum Mondaufgang am Feuer sitzen. Dann begannen sie, den Kieselsteinen zu folgen, die im Mondlicht glänzten, und liefen nach Hause. Sehr gut, Hänsel. Das war eine super Idee. Als die Kinder zu Hause ankamen, war ihr Vater sehr überrascht und zur gleichen Zeit überglücklich. Die Stiefmutter gab vor, erfreut zu sein, aber in Wirklichkeit war sie sehr enttäuscht, dass die beiden nach Hause gefunden hatten. Nach 3 Tagen versuchte sie erneut, die Kinder loszuwerden. Dieses Mal schloss sie Hänsels und Gretels Tür in der Nacht ab. Hänsel konnte also nicht noch einmal Kieselsteine sammeln. Aber Hänsel war ein cleverer Junge. Als sie am Morgen erneut in den Wald gingen, ließ er dieses Mal Brotkrümel auf die Erde fallen, die er in der Tasche hatte, um wieder den Weg nach Hause zu finden. Zur Mittagszeit fanden der Vater und die Stiefmutter wieder eine Ausrede, um die Kinder alleine zu lassen, und verschwanden erneut im Wald. Als ihnen klar wurde, dass sie nicht zurückkommen würden, wollten Hänsel und Gretel wieder zurück nach Hause laufen, bevor es dunkel wurde. Aber dieses Mal konnten sie den Weg nicht mehr finden, denn alle Brotkrümel waren von Vögeln gefressen worden. Gretel begann zu weinen. Zum ersten Mal fühlte sich auch Hänsel hilflos. Dieses Mal waren die Kinder wirklich verloren. Ohne Essen und voller Angst wanderten sie für 3 Tage durch den Wald. Am 3. Tag sahen sie einen Vogel so weiß wie Schnee. Der Vogel sang mit seiner schönen Stimme eine Melodie für sie. Für einen Moment vergaßen sie ihren Hunger und folgten dem Vogel. Der Vogel brachte sie zu einem seltsamen Haus. Das Haus hatte Wände aus Brot, ein Dach aus Kuchen und Fenster aus Zucker.
Es war überall mit farbenfrohem Zuckerguss bedeckt. Hänsel und Gretel trauten ihren Augen nicht. Das Haus sah so unglaublich lecker aus. Die Kinder vergaßen ihre Erschöpfung und rannten auf das Haus zu. Gerade als die beiden anfangen wollten, von dem Haus zu naschen, hörten sie eine Stimme von innen. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Sie sahen eine gebrechliche alte Frau in der Tür stehen. Als sie ihr erzählten, was ihnen widerfahren war, hatte sie Mitleid mit ihnen und bat sie herein. Das Innere des Hauses war ganz anders als das Äußere. Es war dunkel, gruselig und fühlte sich gar nicht gut an. Aber weil die Kinder so müde und hungrig waren, sahen sie darüber hinweg. Die alte Frau brachte ihnen allerlei Süßigkeiten und Essen. Die Kinder aßen Speisen, die sie noch nie im Leben gegessen hatten. In dieser Nacht schliefen sie in dem gemütlichsten Bett, in dem sie je gelegen hatten. Als sie am Morgen aufwachten, war die alte Frau nicht dort. Sie begannen nach ihr zu suchen. Am Ende des Korridors sahen sie eine Tür. Als sie die Tür öffneten, fanden sie dahinter lauter Kisten voller Gold und Kostbarkeiten. Sie waren natürlich sehr überrascht. Hänsel wollte hineingehen und sich alles genauer ansehen. Plötzlich hörten sie die Stimme der alten Frau. Was denkt ihr, was ihr da tut? Als sie sich umdrehten, sahen die Kinder direkt ins Gesicht der Hexe, die hinter ihnen stand. Die alte Frau war eine Hexe, die die Kinder mit den Süßigkeiten zu ihrem Haus gelockt hatte. Die Kinder versuchten davonzulaufen, aber die Tür war verschlossen. Die Hexe ergriff Hänsel beim Haar und schloss ihn in einen Käfig ein. Dann schleppte sie Gretel in die Küche. Dein Bruder ist zu dünn. Koche ihm etwas zu essen und mache ihn fett. Wenn er etwas zugenommen hat, wird er ein wunderbares Essen für mich sein. Aber wage es nicht, selber etwas zu essen. Alles Essen ist für ihn. Gretel hatte keine Wahl, also tat sie, was die Hexe ihr befahl. Zum Glück war Hänsel ein cleverer Junge. Er beschloss, die böse Hexe auszutricksen. Jede Nacht, wenn die Hexe schlief, grub er ein Loch in den Boden des Käfigs. Die Hexe kam jeden Morgen, um zu kontrollieren, ob Hänsel Gewicht zugelegt hatte. Aber Hänsel aß kaum etwas von dem Essen, das seine Schwester ihm kochte. Stattdessen vergrub er es in dem Loch im Boden. Aber die Hexe befahl Gretel, mehr und mehr zu kochen. Dies ging so für lange Zeit, bis die Hexe schließlich genug hatte. Fett, dünn, das ist mir jetzt egal. Heute mache ich Hänselbraten. Sie sah Gretel an. Schau im Ofen nach, ob das Brot fertig ist. Obwohl sie sehr viel Angst hatte, war Gretel ein genauso cleveres Köpfchen wie ihr Bruder. Sie ahnte, dass die Hexe sie in den Ofen schubsen würde. Ich kann mich nicht weit genug reinlehnen, um den Teig zu sehen, nörgelte Gretel. Die Hexe stieß sie zur Seite und steckte ihren Kopf herein. Gretel nahm all ihre Kraft zusammen, schubste die Hexe in den Ofen und verschloss die Ofentür. Gretel wusste, wo die Hexe den Schlüssel versteckt hatte. Sie rannte zu Hänsels Käfig und befreite ihn. Die Flammen aus dem Ofen griffen auf das ganze Haus über. Hänsel und Gretel rannten aus dem Haus heraus in den Wald. Aber sie wussten nicht, wohin. Etwas später kamen sie zu einem Fluss. Ein großer Schwan brachte sie nacheinander ans andere Ufer. Die Kinder sahen sich um und erkannten mit einem Mal, wo sie waren. Sie rannten nach Hause, so schnell sie konnten. Als er seine Kinder erblickte, war der Vater überglücklich.
Mit Tränen in den Augen erzählte er ihnen, dass die Stiefmutter, kurz nachdem sie sie verlassen hatten, zu ihren Eltern zurückgezogen war. Er sagte ihnen, wie leid es ihm tat und dass er sie verzweifelt gesucht hatte, aber sie nicht finden konnte. Die Kinder liebten ihren Vater sehr und waren bereit, ihm zu vergeben. Aber es erwartete ihn noch eine weitere Überraschung. Sie griffen beide in ihre Taschen und brachten lauter Gold und Diamanten hervor, die sie aus dem Hause der Hexe gestohlen hatten. Ihr Vater traute seinen Augen nicht. Alle Probleme, die sie je gehabt hatten, waren gelöst. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es war einmal ein König, der hatte 12 wunderschöne Töchter. Die 12 Prinzessinnen lebten alle zusammen in einem großen, schönen Zimmer. Der König beschützte seine Töchter mit allen Kräften. Und wenn sie abends zu Bett gingen, erlaubte er ihnen nicht mehr, das Zimmer zu verlassen. Aber jeden Morgen wachten sie auf und etwas Seltsames war passiert. Die Schuhe der Prinzessinnen waren ganz durchlöchert, als hätten sie die ganze Nacht durchgetanzt. Der König musste seinen Töchtern jeden Tag neue Schuhe kaufen. Aber was auch immer sie taten, weder der König noch die Männer am Hofe konnten das Geheimnis der Schuhe lösen. Wie ist das möglich? Wie kann ein Paar Schuhe in nur einer Nacht so durchgetanzt werden? Es ist verblüffend, Eure Hoheit. Schließlich sagte der König: Derjenige, der das Rätsel der Schuhe meiner Töchter löst, darf sich eine meiner Töchter aussuchen und sie heiraten. Er wird mein Schwiegersohn und wird nach meinem Tode König werden. Aber er hat nur 3 Tage und nur 3 Nächte, es zu lösen. Oder er verbringt sein Leben im Gefängnis. Viele junge Männer des Königreichs und sogar Prinzen von anderen Hofstaaten kamen zum Schloss, um sich der Aufgabe zu stellen. Tagelang bewachten sie die Tür der Prinzessinnen, aber niemand war in der Lage, das Rätsel zu lösen. Und die Schuhe waren weiterhin Nacht für Nacht durchgetanzt. Schließlich wollte ein gutherziger junger Mann sein Glück versuchen. Also machte er sich auf den Weg zum Schloss. Auf seinem Weg traf er eine dürre alte Frau, die sehr arm aussah. Mein lieber Junge, ich bin sehr hungrig. Würdest du mir wohl ein Stück Brot geben? Der junge Mann gab der alten Frau all sein Essen und seine Tasche. Sie freute sich sehr, da keiner der Männer, die zuvor vorbeigekommen waren, ihr etwas gegeben hatte. Die alte Frau wusste, dass dieser anders war als alle anderen. Also gab sie ihm als Danke ein magisches Cape. Nimm dieses magische Cape. Wenn du es trägst, wirst du unsichtbar. Wenn die Uhr 12 Uhr nachts schlägt, ziehe das Cape an und schleiche dich in das Zimmer der Prinzessinnen. So wirst du das Rätsel um die Schuhe lösen. Aber sei achtsam. Trinke nicht, was die Prinzessinnen dir zu trinken geben. Oh, diese gerissenen Prinzessinnen. Der junge Mann nahm das magische Cape und ging weiter zum Schloss. Als er ankam, verkündete er, er würde das Rätsel der Schuhe lösen wollen. Am ersten Tag, als er vor der Tür der Prinzessinnen Wache hielt, kam die älteste Prinzessin heraus und gab ihm ein Glas Limonade. Du musst durstig sein. Wir haben dir Limonade gemacht. Bitte trink doch etwas davon. Der junge Mann vergaß die Warnung der alten Frau und trank die Limonade. Kurz darauf wurde er sehr müde. Er schlief ein und schnarchte die Nacht hindurch in dem Zimmer, das sie für ihn vorbereitet hatten.
Als es Morgen wurde, erwachte der junge Mann und erinnerte sich. Ich sollte doch das magische Cape tragen und mich ins Gemach der Prinzessin schleichen. In der zweiten Nacht stand der junge Mann wieder vor dem Zimmer der Prinzessin in Wache. Dieses Mal kam eine andere Prinzessin mit einem Glas Saft heraus. Der junge Mann war so durstig vom Wachestehen. Ohne nachzudenken, trank er all den Saft, den die Prinzessin ihm gegeben hatte. Und natürlich schlief er wieder ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, fielen ihm endlich die Worte der alten Frau wieder ein. Aber sei achtsam. Trinke nicht, was die Prinzessinnen dir zu trinken geben. Da muss ein Schlafmittel in den Getränken sein. In diesem Moment kam der König zu ihm. 2 Tage sind vergangen und du hast das Rätsel der Schuhe noch immer nicht gelöst. Wenn du es heute nicht löst, kommst du bis ans Ende deines Lebens ins Gefängnis. Der König beendete seine Worte und ging davon. Der junge Mann musste das Rätsel heute lösen. In dieser Nacht stand er zum letzten Mal vor dem Zimmer der Prinzessin in Wache. Dieses Mal kam die jüngste Prinzessin mit einem Glas Orangensaft heraus. Aber der junge Mann wusste nun Bescheid. Er nahm das Glas und dankte der Prinzessin. Und als sie ging, goss er den Saft in einen Blumentopf neben sich. Dieses Mal würde er nicht einschlafen. Der Abend kam und es war bald Mitternacht. Der junge Mann zog sein Cape an und wurde sofort unsichtbar. Langsam öffnete er die Tür und traute seinen Augen nicht. Alle Prinzessinnen trugen ihre schönsten Ballkleider, waren frisiert und geschminkt und hatten ihre neuen Schuhe an. Lass uns nachsehen, ob der junge Mann eingeschlafen ist. Eine der Prinzessinnen öffnete die Tür und schaute hinaus. Eine andere Prinzessin horchte an der Wand. In diesem Moment wusste der junge Mann, dass er Schnarchgeräusche machen musste. Als sie sich sicher waren, dass der junge Mann eingeschlafen war, schob die älteste Prinzessin ihr Bett zur Seite und klatschte 3-mal in die Hände. Dort, wo das Bett gestanden hatte, öffnete sich eine geheime Treppe. Der junge Mann traute seinen Augen nicht. Eine nach der anderen stiegen die Prinzessinnen die Treppe hinab und natürlich folgte der junge Mann ihnen. Die Treppe war unglaublich lang, mit hunderten von Stufen, die in die Tiefe führten. Als sie alle die Treppe hinabliefen, trat der junge Mann aus Versehen auf den Rock einer der Prinzessinnen. Oh, jemand ist auf meinen Rock getreten. Ach, Unsinn, das warst du wahrscheinlich selbst. Am Ende der Stufen gelangten sie in einen Wald. Sie liefen an Bäumen mit wunderschönen silbernen Zweigen vorbei. Der junge Mann nahm einen der Zweige und folgte den Prinzessinnen weiter. Nach einiger Zeit kamen sie am Fluss an. Im Fluss lagen 12 Boote in Schwanenform und in ihnen saßen 12 Prinzen, die auf die Prinzessinnen warteten. Sie alle stiegen in die Boote und der junge Mann hüpfte mit in das letzte Boot. Das Boot scheint heute schwerer als sonst, als wäre eine dritte Person mit dabei. Seltsam. Oh, hör auf zu träumen. Als sie den Fluss überquerten, kamen sie an einem großen, schillernden Schloss an. Und von drinnen konnte man Musik hören. Als er durch die Fenster sah, erblickte der junge Mann viele Menschen, die tanzten. Sobald sie das Schloss betraten, begannen die Prinzessinnen zu tanzen. Sie wurden niemals müde und tanzten immer weiter. Natürlich waren ihre Schuhe dabei bald durchtanzt. Der junge Mann war mittlerweile sehr hungrig, also nahm er sich ein Stück Kuchen vom Tisch und begann es zu essen. Die jüngste Prinzessin sah dies. Hey, mein Kuchen schwebt, als ob jemand ihn isst, der unsichtbar ist. Ach, hört doch mit diesem Unsinn auf. Der junge Mann nahm einen goldenen Becher vom Tisch, ohne dass jemand es bemerkte. Die Prinzessinnen tanzten bis zum Morgen. Dann stiegen sie wieder in die Boote, fuhren über den Fluss,
liefen durch den Wald, gingen die lange Treppe hinauf und gelangten endlich zurück ins Schloss. Aber ihre Schuhe waren wieder völlig durchtanzt. Der junge Mann war sehr zufrieden, dass er endlich das Rätsel der durchtanzten Schuhe gelöst hatte. Kurze Zeit später kam der König zu ihm. Deine Zeit ist um. Hast du das Rätsel der Schuhe gelöst? Ja, Eure Hoheit, das habe ich. Also erzählte er ihm alles. Der König glaubte ihm zunächst nicht, aber als der junge Mann ihm den silbernen Zweig aus dem Wald und den goldenen Becher vom Ball zeigte, wusste der König, dass er die Wahrheit sagte. Also hielt er sein Versprechen und ließ den jungen Mann eine der Prinzessinnen heiraten. Der junge Mann suchte sich die jüngste Prinzessin aus. Die 12 Prinzessinnen waren natürlich sehr unerfreut, da ihr Geheimnis gelüftet worden war. Aber der junge Mann und die jüngste Prinzessin heirateten und lebten ein langes und glückliches Leben.